da seid ihr ja schon wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hin und Her Fahr Simulator 22 und ja, hier wird das ein bisschen breiter. Hier muss ich jetzt was stehen lassen, sonst ist das Blödsinn nicht. Ja, ich habe ein bisschen weitergemacht zwischendurch, allerdings nicht viel. Aber das Feld ist jetzt fast fertig. Und dann gucken wir mal, dass wir an den Hafer gehen. Ich wollte euch jetzt nicht ganz bis zum Ende quälen. Aber ihr habt ja die Wahl. So, müssen wir die Pinselchen noch wegmachen am Rücken, dann war es das hier. Da kommt Spuck aus. Ach ja. Endlich ernten war es. Und jetzt endlich fertig werden mit dem Feld. Aber das ging ja recht zügig. Das ist zwar ein bisschen größer hier aber als das Ernste, aber ja, auch noch ziemlich klein. Auch da ganz hinten steht noch so ein Pinselchen. Nützt nichts. Ich will keinen Halm stehen lassen. Wenig, da sagt er, das lohnt nicht. Das spucke ich dir gleich auf die Wiese, das wäre typisch. Ja. Da kriegen wir nicht einmal den Anhänger voll, ne? Ist wirklich so. Naja. Ja, trifft das? Boah, das trifft. So. Aber bevor ich an das Haferfeld gehe, werde ich mit dem Drescher mal in die Werkstatt gehen. Weil sonst fällt er mir wirklich auseinander. Außerdem muss ich den tanken, sehe ich gerade. Ach du Scheiße! Das heißt mit 22 km/h die ganze Strecke fahren. Auweia. Da muss man vielleicht dann doch früher oder später irgendwann mal so eine eigene Tankstelle auf dem Hof haben. Na? Ja, ist nicht voll geworden. Ja gut, dann fahre ich erstmal zurück. Ich muss tanken. Auch das noch. Wenn der stehen bleibt, ist das ganz blöd. Da müsste ich mir einen Tankwagen kaufen, womit ich das Sprit transportieren kann. Und dann hier zum... Oh Mann, das mache ich als erstes. Nicht, dass ich da am Feld stehe und der Sprit ist leer. Kanister gibt es hier keine, oder? Nö, ich meine nicht. Gut, dass ich das gerade sehe. Ja, das ist jetzt... Das hat jetzt erste Priorität. Das ist natürlich klar. Aber wenn ich tanken fahre, kann ich ja eigentlich das Schneidwerk hier lassen. Das muss ich ja nicht mitnehmen, ne? Aber repariert wird erstmal alles. Das hätte ich aber auch ehrlich machen können, bevor ich mit der Ernte anfange. Ist doch so. So. Na, dann gucken wir mal. Oh, mal jetzt hier. Bis zu den Ellenbogen in das Schmierfett eintauchen und reparieren. Schneidwerk geht eigentlich, ne? Kostet fast nichts. Reparieren. Und er? Ja, ja, er ist in so einem schlechten Zustand. Kostet 300, naja. Repariert. Der Lack ist mir jetzt Wurst. Kann ich auch sowieso nicht machen hier. So. Da ist der schon mal Tipp, aber es nützt nichts. Ich muss tanken fahren. Aber vorher schmäht ich noch unseren frisch geernteten Weizen hier ins Silo. Ich kann eigentlich auch mal die Zeit schneller laufen lassen, ne? Ich glaube, so ist das ganz gut. Hier kann man noch ein bisschen Gras ernten. Das wird dann aber Heu. Hier werde ich mähen. In Kürze. Und dann mache ich aber Heu draus. Dann haben wir Gras und Heu. Ja, das wird schon. Weil da ist ja der langfristige Blick in Richtung Kühe. Hühnerfutter hätte ich schon mal. Das heißt also, der Hühnerstall, der könnte schon bald ans Stehen kommen. Da will ich auch gar nicht so lange mehr mit warten.
Und ich denke mal, den Weizen, den ich jetzt hier drin habe, das sind ja dann insgesamt, ja, 12.000 Liter, sollte ja erstmal reichen für die Hühner. Ich denke, ich weiß nicht, ob ich dahin komme bis zur nächsten Ernte. Kann ich schwer sagen. Also ich meine, bei dem großen Hühnerstall, wo 360 Hühner reingehen, da ist ein Korntank bei für Futter mit 8.000 Liter, glaube ich. Und der hält aber auch eine ganze Weile, aber ich weiß ja auch nicht, wie lange. Ich denke mal nicht ein ganzes Jahr. Also wenn das jetzt vollgesetzt ist mit 360 Hühnern. Und ich glaube mal, so ein Hühnerstall ist auch nur effektiv, den sollte man schon auch ganz voll machen. Ne? Finde ich jetzt mal so. Den kann ich eigentlich hier stehen lassen, den Trecker. Ne? Ja. So, und jetzt muss ich tanken. Das habe ich jetzt gerade erst gesehen, dass das eigentlich mal nötig wäre. Ich lasse aber das Schneidwerk, wie gesagt, hier. Wo lege ich mir das denn hin, sodass ich das gleich beim Ernten auch gleich dann da habe, wo ich es brauche. Genau. Ich fange hier an. So. Ne? So. Ja. Und hier lege ich jetzt das Schneidwerk ab. Schwaps. Nee, andersrum. So. Die haben ja einen kurzen Wendekreis, die Drescher alle, ne? Also das ist ja hervorragend. So, tanken fahren. Am besten jetzt so auf halber Strecke stehen bleiben. Ne, aber ich glaube, bis dahin kommen wir doch noch. Ne? Gut, wenn ich das noch gesehen habe, das hätte so ein Desaster gegeben. Wie kriege ich denn dann den Sprit dahin? Da müsste ich mir so einen Diesel-Tankanhänger mieten, nur um den Sprit zum... Nee, dann fahre ich lieber dahin. Wir haben ja Zeit, ne? Wir sind ja nicht in Eile. Genauso wie die beiden Kollegen hier in der Schreinerei, die seit einem Jahr rumgähnen da. Aber jetzt muss ich doch mal gucken. Haben wir eigentlich schon eine Palette Hackschnitzel fertig? Ist jetzt... Ich müsste mal wirklich gucken in den alten Folgen. Wann habe ich die gekauft? War das September oder so? Oder war das schon Oktober? Aber ist auf jeden Fall bald ein Jahr. Hackschnitzel, 359 Liter. Wie viel ist insgesamt? 7,6, meine Güte nochmal. Ey, das geht wirklich in Zeitlupe. Ich finde das unerhört. Das muss ich ja mal sagen. Unerhört. So, hier, Vollgas. 22 km/h. Ja, dauert das doppelt so lang wie mit dem Trecker, ne? Weiß, vielleicht wäre er mit dem Trecker schneller gegangen. Am besten den Pickup nehmen, hinfahren, Dieseltank holen, voll machen, zum Hof fahren und den Drescher auftanken und Dieseltank wieder zurückbringen. Geht schneller als mit dem Ding dahin fahren, oder? Kostet aber mehr. Und das ist das hüpfende Komma. Der springende Punkt. Irgendwann mal machen, fällt mir gerade ein. Ich habe immer wieder die beiden Schilder im Sinn. Also da hinten die beiden Schilder beim Laden. Da stehen ja zwei Schilder. Das sind so gelbe Schilder auf so Vierkanthölzern. Und da steht drauf, wenn du dieses Schild hier mit der Kettensäge abmähst, dann werden sämtliche Bäume von der ganzen Map entfernt. Außer die außen am Maprand. Und zwar unwiederbringlich. Und daneben, das Schild, da steht drauf, wenn du dieses Schild hier mit der Kettensäge ummähst, dann werden sämtliche Felsen entfernt. Außer die am Maprand. Das sähe doch bestimmt total blank und kahl aus, ne? Aber ich werde das mal aus Jux auf einen anderen Spielstand mal machen. Nur um mir anzugucken, wie das dann aussieht. Dazu muss man allerdings erstmal dieses Grundstück kaufen, weil ich bin da mal da gewesen, wollte das machen. Und habe festgestellt, das geht gar nicht. Man muss das Grundstück besitzen, um da die Schilder ummähen zu können. Ja, ja.
Tank fast leer. Naja, wer verkauft schon einen Hof mit einem Mähdrescher, wo der Tank rappelvoll ist? Kein Mensch. Und wenn man das mit dem Kanister abzapft und noch vertickt. Naja. Zum Glück haben wir eine Tankstelle. Wo wir irgendwann mal ankommen. Vielleicht. Kann ich eigentlich sehen, wie viel Sprit drin ist? Da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Das wäre mal interessant, wie viel da jetzt noch drin ist an Sprit. Weil der Pümpel da unten, der kleine grüne Strich, der sagt fast nichts mehr. So. Einmal um die Kurve hier. Bevor ich jetzt an die Tanke fahre, gucke ich mal, ob ich das sehen kann. Mit einer affenartigen Geschwindigkeit. Doch der Kercher, der muss demnächst mal. Spätestens, wenn ich einen neuen schicken Trecker habe, dann wird der Kercher gekauft. Ich kenne mich ja. Wenn ich das irgendwie kann. Das gucken wir mal nachher. Ja. Ich habe ja hier die Garage. Oh, was ist das denn hier? Der Pickup. Was heißt das hier? Ist nichts mehr wert oder? Ich finde das eklig. Ich gehe mit der Maus hier drauf. Der müsste stehen. Restwert. Gemietet. Reparaturstand. Aber das steht hier nicht. Wie heißt der eigentlich? Das ist doch der Rostelmisch. Das doch, das ist er. Ah ja. Da, wo ich gerade bin. Aha. Nein, ja, den habe ich ja. Der hat schon wieder 1% verloren. Was ist das? Ah, Tankinhalt steht da jetzt nicht, wie viel Sprit da noch drin ist, ne? Nee, ich kann aber, wenn ich den jetzt anklicke. Nee, nicht hier. Dann muss ich gucken. In der Garage. In der Garage. Bei meinen. Das ist ja mein Besitz. Das ist ja hier. Ich habe schon viel, ne? Da steht, glaube ich, sowas. 510 Liter gehen da rein. Aber wie viel da jetzt aktuell drin ist, kann ich nicht sehen. Nein! Oh, 2000 wird es geben. Um Gottes Willen. Das wäre eine Katastrophe. Naja, gut. 520 gehen rein. Dann kann ich ja gucken, wie viel Liter ich jetzt tanke. Steht das eigentlich da? Oder steht nur der Preis, ne? Wie viel ich da ausgebe. Aber wie viel Liter? Steht da nicht, oder? Steht hier irgendwas dran? Diesel 0,72. Aber welche tanken wir? Tanken. Ja, sehe ich nur das Geld, aber nicht die Liter. Oh. Oh, das schmerzt. Ich könnte natürlich jetzt gucken, wie ist der Preis, wenn ich das da rausfinden könnte. Und dann gucken wir das Zahl darüber ausrechnen. Und dann wüsste ich. Aber gut. So viele Umstände möchte ich jetzt auch nicht machen. So, 623 Taler haben wir rausgehauen für Sprit. Aber jetzt sehen die Balken doch klasse aus, ne? Ist ja der Viehhändler nebenan. Hier ist leiser drin, ne? Da ist ja der Viehhändler nebenan. Und wenn ich jetzt den Hühnerstall demnächst mal stelle, den großen, wo 360 Hühner reingehen, das ist ja, glaube ich, bei den Hühnern auch so, weiß ich gar nicht genau, dass ich die mir liefern lassen kann, kostet aber eine Gebühr. Oder aber ich hole mir die beim Händler selber ab, dann kostet das keine Liefergebühr, allerdings brauche ich dann Viehtransporter. Weiß ich nicht, ob das bei den Hühnern auch so ist. Dann müsste man mal gucken, was kostet das, welche Hühner will ich haben, wie viel Gebühren würde der Spaß kosten und dann vergleiche ich das mit der Miete für so einen Viehtransporter. Vielleicht ist das ja ein großer Unterschied. Ne? Angenommen jetzt, was weiß ich, so ein Huhn kostet jetzt 10 Euro Liefergebühr, bei 360 wären das 3600 Euro für die Lieferkosten für die Hühner. Angenommen, ich würde jetzt alle auf einmal kaufen. So. Und wenn ich jetzt
dann in den Laden gehe und gucke, was kostet so ein Anhänger, so ein Viehtransporter. Wenn der jetzt nur 1.000 Euro kostet, dann würde ich das doch machen. Dann fahre ich einmal dahin, pack die Hühner in den Wagen und fahre damit zu meinem Stall und pack die raus. Habe ich eine Menge Geld gespart. Also das sollte ich, bevor ich die Hühner kaufe, vielleicht beim Auge behalten. Aber ich weiß das nicht genau. Kann auch sein, da werde ich ja dann sehen, ob das bei Hühnern nicht so ist. Bei den anderen Tieren ist das natürlich so, aber Hühner, dafür extra ein Anhänger, ich weiß nicht. Ja gut, wenn es viele sind, ne? Hühner würde ich machen, dass man die auch so kaufen kann. Also mit dem Trecker hinfahren kann oder mit dem PKW. Man muss vielleicht mit dem Fahrzeug da sein und dann kann man, was weiß ich, bis zu 6 Hühnern kann man quasi in eine Hosentasche stecken. Die passen dann in den Kofferraum oder so. Die sind dann in so einem kleinen Käfig. Das könnte ich mir vorstellen. Das würde ich vielleicht so machen. Wäre ein nettes Gadget. Weil das so kleine Tiere sind, kann man die... Dann könnte man sich die Mühe machen und sagen, okay, 6 Stück. Das wäre dann 60 Mal zum Händler fahren. Dann habe ich die komplett kostenlos. 60 Mal. Ja, sicher. Und der Händler lacht dann und sagt dann, ja, hast du gut gemacht. Hast aber das Doppelte an Spritverfahren, wie was die Lieferkosten gewesen wären. Oh, so, und jetzt fahr erstmal in die Werkstatt. Dein Trecker ist nämlich ruiniert. Ach, das noch. Ja, das sind also Dinge. Wenn man da nicht dran denkt, dann meint man, ah, das habe ich jetzt aber gut gespart. Ja, am Arsch. Das ist genauso, oh, ein riesiges Feld Rüben ernten. Ich habe ja so eine Maschine. Haha, dann nehme ich meine. Ne? Dann brauche ich die 685 Euro. Kriege ich die nicht abgezogen für die Miete der Geräte. Und dann nehme ich meine Maschine und wenn das dann fertig ist, fahre ich damit in die Werkstatt und zahle 22.000 Euro Gebühren für das Reparieren. Habe 23.000 gekriegt für das Ernten des Feldes oder so. Bei mir ist das jetzt aber so billig in der Werkstatt, weil ich habe da so eine Mod, die reduziert die Kosten und da bin ich dann noch reingegrätscht und habe die noch ein bisschen manipuliert, die Mod, und habe die noch billiger gemacht, weil mir das auf den Zeiger geht, dass ich mit einer Tankfülle 4-mal in die Werkstatt muss. Das ist unrealistisch, das ist Quatsch. Ja, normalerweise wäre das natürlich teurer, mit so einer Inspektion zu machen am Trecker oder an so einem Mähdrescher, aber da muss ich ja nicht 2-mal täglich in die Werkstatt gehen. Und wenn das Spiel mich dazu zwingt, so oft in die Werkstatt zu fahren, dann mache ich mir das eben entsprechend günstig. So, da komme ich nicht durch, da steht mir mein Tanker im Weg, ne? Da müssen wir hinten kommen. Ja, dann geht's jetzt los. Hafer, Hafer. Ja, die Folge, die heißt dann Drescher tanken. Weil das hat die meiste Zeit gedauert. Ah, ist egal. Jetzt bin ich dagegen gefahren. Ah, komm, 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 komm. Ja. Ich muss aber hier rum. Schaffe ich das? Natürlich nicht. So, jetzt. Einmal so. Einmal. So. Zack. Es geht jetzt mit Hafer los. So, dann wollen wir mal Hafer. Der gibt auch Stroh, oder? Ja. Ich habe das Stroh noch gar nicht eingesammelt. Das wird eine Weile dauern, die ganze Strohsammelei dann. Nein, ist egal. Boah, ist das schräg hier. Nicht, dass der umkippt. Ich weiß gar nicht, wo der Kipppunkt ist, aber hier noch nicht, ne? Ja, ja, ich habe keinen Zugriff zu diesem Land. Da muss ich aufpassen, dass ich da nichts drauf spucke. Ja, ne, wie hier gesagt, also das wäre vielleicht das erste Grundstück, was ich kaufen würde als nächstes. Da brauche ich doch nur so ein paar Sträucher wegmachen da. Und so ein paar Bäume, so vereinzelte. Und dann könnte ich ein riesiges Feld hinmachen. Ich denke mal, das werde ich wollen. Und hier von dem Wald kommt ein Stück weg. Nicht der ganze, aber so ein Stück schiebe ich dir noch nach hinten. Ich will ja nicht den ganzen Wald wegmachen. Da der Wald, wo das Haus ist, der kommt auf jeden Fall ganz weg. Hier, der wird ein bisschen verkleinert. Und ansonsten habe ich eigentlich vor, Wälder stehen zu lassen.
Aber so einzelne Bäume kommen weg, wenn ich dann fertig mache. Das ist ja klar. So. Läuft. 10% schon drin. Ist da vielleicht ein bisschen mehr? Ist das hier vielleicht ein bisschen ertragreicher? Wer weiß, irgendwann kaufe ich mir womöglich mal die Getreidemühle. Und dann habe ich noch 400.000 Liter Hafer oder so im Silo inzwischen. Dann geht die Luzi ab, dann rollt der Rubel. Dann wird ein Reichtum geschmelzt. Dann kaufe ich mir demnächst eine Yacht. Ist hier eigentlich ein Gewässer, nur der kleine See hier bei mir, ne? Und da dann so eine große Yacht draufstellen. Von einem See endet zum anderen rein. Super. Gekotzt. Pup, 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 pup. So. Den krieg ich doch aber, oder? Den krieg ich nicht? Also auf den Pinsel krieg ich nicht. Doch, hab ich gekriegt, Gott sei Dank. Sonst stimmt er da noch bis zum St. Nimmerleinstag. Bis ich das Grundstück mal kaufe. Ist ja zum Verrecken. Jetzt habe ich doch schon wieder gegen den Uhrzeigersinn. Also sowas. So. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Wie ich das jetzt mache da. Ich glaube, ich fahre durch. Ja. Und dann nehmen wir erstmal das kleine Stückelchen da. So. Ja, also wie gesagt, die erste Ernte, da wollen wir was von haben. Bei zukünftigen Ernten, ganz besonders dann, wenn das große Felder sind, da werde ich natürlich dann... Oh. Ich muss denn immer gucken. Jetzt habe ich hier einen Haufen hingemacht. Aber das muss man halt manchmal machen, ne? Einen Haufen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, dann mache ich natürlich dann mal Zeitraffer oder mal zwischen den Folgen fertig oder so einen Sprung. Weil das kann dann manchmal schon ein bisschen arg eintönig werden. Einmal ist das nicht so interessant, das die ganze Zeit zuzugucken. Und zum anderen weiß ich dann auch irgendwann nicht mehr, was ich denn noch erzählen soll. Und wenn der die Situation eintritt, dann wird es richtig peinlich. Dann wird es richtig blöd. Und blödes Zeug erzählen kann ich wirklich gut, aber das wisst ihr ja inzwischen längst. Ah, so. Noch ein Häuschen machen. Und jetzt muss ich gucken, da habe ich ja diesen Felsen. Da muss ich am besten auch von hinten kommen, ne? Also merkt euch, bei Felsen immer von hinten nehmen. Sieht auch so ein bisschen aus, als wenn Dieter Bürgi hier gewesen wäre. Der Felsen hat Lochfraß. Kennt ihr den noch, Dieter Bürgi? Also die älteren Semester müsst ihr noch kennen. Na, er hat doch die Werbung gemacht für diese Waschmaschinen-Kalkstop-Tabs, dieses Kalkon. Ne? Kennt ja jeder. Waschmaschinen leben länger mit Kalkon. Genau. Und der Dieter Bürgi, der hat früher diese Werbung gemacht. Da wurde der Name auch immer genannt. Ach, meine Waschmaschine ist kaputt. Da läuft Wasser raus. Dieter Bürgi. Kundendienstbeauftragter. Rät dazu. Ja, da ist der Kalk. Und dann wird das heiß. Und dann kriegt der Kalk, der frisst sich da durch. Und dann spricht man von Lochfraß. Ich weiß nicht, wie viele gefühlte 20 Jahrzehnte hat er das jeden Abend 35 Mal in jeder Werbepause runtergebetet. Und das war auch eine ziemlich einfache und alberne Werbung. Aber der Dieter Bürgi, der ist dann, weiß nicht, 30 Jahre später oder so, ist der mal bei Stefan Raab im TV Total gewesen. Ist er interviewt worden. Der gute alte Dieter Bürgi.
Ja, den gibt's noch. So, jetzt muss ich gucken. Hier ist das auch ein bisschen knapp. Da muss ich auch eine Querlinie fahren. Aber ich glaube, eine lange kriege ich noch hin. Das passt noch und dann wird mir das zu eng hier. So. Schwubbeliwupp. Ja, ich habe beim letzten Mal erzählt, ne, dass ich so mit einem Kratzen im Hals wach geworden bin. Und jetzt wirkt mir so die Nase, so die eine Seite, die ist irgendwie so ein bisschen, ja, es kommt ab. Deswegen werde ich heute am 7. Januar gucken, dass ich noch ein paar Folgen vorarbeite. Nur für den Fall, dass ich richtig schnodderkrank werde. Und bevor ich euch hier was vorhuste, mache ich da lieber ein paar Folgen vorab. Ich hoffe, das gelingt mir. Im Worst Case... jetzt fahre ich da gegen den Lochfraß, oder? Nee. Ja, jetzt habe ich da schon einen Namen für ihn hier. Das ist Bürgi. Bürgi. Das ist Little Rocky Mountains, Little Stonehenge und Bürgi. Der Dieter, der. Ja. Also im allerschlimmsten Fall würde ich vielleicht hingehen, bevor er jetzt wirklich einfach ausfällt, dass ich mal vorübergehend nur jeden zweiten Tag Folgen bringe. Wenn ich jetzt merke, ich bin vielleicht ein bisschen länger noch krank und kann jetzt schlecht aufnehmen und habe nicht mehr viele Folgen, dass ich die damit so ein bisschen strecke, mache ich dann jeden zweiten. Mal gucken. Aber das ist Worst Case. Ich versuche dann natürlich auf die Reihe zu halten. Gucken wir mal. Vielleicht passiert ja auch nichts. So. Noch eine? Ja, komm, mal, noch eine. Dann ist halt auf jeden Fall hier genug Gewände. Dann habe ich da nicht immer Schwierigkeiten mit dem Little Stonehenge da. Nein, du musst auch die Richtung wechseln, sonst wird das nichts. Ja. So wird das. So. Und, was ist eigentlich draus geworden, fällt mir gerade mal so ein. Da ist doch vor einiger Zeit der Mirko Nonchef, der ist doch tot in seiner Wohnung gefunden worden. Da wurde lange nichts gesagt über die Todesursache. Ich habe da jetzt nichts mehr von gehört. Weiß das vielleicht einer, was mit dem ist? Woran der jetzt gestorben ist? Also wenn die da so lange ein Geheimnis draus machen, dann scheint das doch voll ziemlich schwierig zu sein. Und die sind da ja auch, wenn die das nicht bekannt geben, woran der gestorben ist, dann würde ich sagen, dass ich da möglicherweise ein Fremdverschulden doch nicht mehr so ganz ausschließen würde. Weil das ist ja so eine Strategie, so von Ermittlern, wenn die dann irgendjemanden befragen und der dann noch einmal weiß, ne, was der hatte, woran der gestorben ist, dann ist das natürlich ein Hinweis, dass der da irgendwie mitgeholfen hat. Angenommen, die stellen fest, aha, der ist irgendwie an irgendeinem Gift gestorben oder sowas. Und die befragen Leute danach und dann sagt einer, ja, weiß ich auch nicht, woran der sich vergiftet hat. Aha, woher wussten sie das denn? Und dann haben sie ihn gleich. Das passiert nämlich schnell mal, dass die Leute sich dann damit verraten. Und da wird ja extra so eine Falle gelegt. Aber ich glaube, ich habe mal anfangs gehört, also ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden eigentlich erstmal. Aber das ist ja nicht das letzte Wort. Also wenn einer was gehört hat, ich habe da nichts mehr von gehört. Ich habe da jetzt auch nicht nachgeforscht. Aber irgendwo war auf einmal Ruhe. Tja, der war gar nicht so alt. Der war 51, jünger als ich jetzt. Ja. So, das kriege ich nicht mit einem Mal. Schwupps. Da müssen wir dann... ich vergesse immer die Richtung umzuschalten. Das ist bei den Schaltdingern, da kann ich nicht mit dem Shifter arbeiten, da muss ich mit der Leertaste umschalten. Das kann man bestimmt auch besser konfigurieren, aber so diese Konfigurierei von dem Lenkrad und dem Shifter ist im Landwirtschaftssimulator, wie ich finde, ziemlich aufwendig. Also das ist sehr komplex und verwirrend. Deswegen habe ich das auch kompromissiert. Ja gut,
verändert, weil ich ja Automatik fahren will. Ich will ja nicht richtig schalten. Das mache ich gerade im American Truck Simulator. Den habe ich auf Schaltung. Boah, das ist vielleicht, da schalte ich mir vielleicht einen Wolf. So, jetzt hier, letzte Spur, dann haben wir den kleinen Öppel schon mal fertig. Wie weit ist da eigentlich? 78% da drin. Und dann geht's mit ein paar Bahnen an das lange Stück, das ist ja gar nicht so viel. Aber eigentlich, ne, brauche ich das gar nicht, in den Anhänger zu laden hier. Und die paar Meter, da kann ich doch selber zum Silo fahren, dann wenn der voll ist. So. Ja, dann können wir jetzt längs machen. Na, Tank schon bald wieder leer. Nee, aber man sieht, ne? Die Instandsetzung, die Instandhaltungsbalken, der ist schon ein Stück runtergegangen. Das finde ich unrealistisch. Wenn der schneller runtergeht als der Sprit. Also das ist. Deswegen habe ich, ohne mit der Wimper zu zucken, die Mod manipuliert. 5% braucht er nur. Die Mod, die kann auf die Hälfte. Und dann hatte ich das erst runtergesetzt gekriegt auf 10%. Oder das ist immer noch zu viel. Machst du auf 5. Deswegen sind das kleine Beträge. Aber wenn man sämtliche Maschinen, die man hat, alle repariert, dann kommt schon mal zusammen. Und ohne die Mod mit 100%, dann kann ja kein Mensch bezahlen. Naja. Schon bald und ihr wart fast ganz dabei. Boah, ist das steil hier. Boah. Aber der ganze Strom muss ich noch absammeln. Und dann war es das schon. Dann ist die Ernterei schon bald wieder fertig und dann. Ah, voll. Und dann geht's nämlich wieder los, ne? Pflügen, grobern, hast du nicht... Da muss ich mal Steine absammeln. Oh, das habe ich noch nie gemacht. Ich denke mal, möglicherweise wird das sogar so sein, dass ich das mache, noch bevor ich von euch irgendwas höre. Irgendwelche Tipps kriegen kann. So, komm zurück. Fahr dein Rohr aus? Nee, brauche ich ja gar nicht. Nee, lass mal. Ich fahre das selber weg. Das jetzt hier in den Anhänger packen für die 3 Meter, das ist doch Quatsch. Jetzt habe ich mich schön in den Weg gestellt da drüben. Ja, sowas kann ich immer gut. Ne, Dieter? Findest du auch, ne? Lochfraß, Dieter. Nein, nicht das Lochfraß, den Dieter, sondern Lochfraß, Doppelpunkt, Dieter Bürgi. Ah, geht ja. Alles gut. Ach schön. Mach voll das Silo, ja, das geht nicht so leicht. 10 Millionen Liter kann der fassen. Das heißt also, fast das ganze Grundstück ist unterkellert mit einem großen Kornspeicher, mit automatischen Sortiermaschinen. Da sind so Roboterfließbänder und die können sehen, ah, Weizen, und dann schiebt er das alles in die Weizenabteilung. Ne? Sonst wird ja alles gemischt werden. Das wäre ja doof. Aber ist ja gar kein Weizen. Das ist Hafer. Schieb den Hafer nicht in die Weizenabteilung, nur weil ich das gesagt habe. Das wäre ganz doof. Dann kommen später die Hühner an und sagen, sag mal, wolltest du mich eigentlich verarschen? Haust uns hier, mischt uns hier Hafer unter unseren Weizen? Das merken wir. Wir sortieren jedes Korn. Also prima, dann bräuchte ihr nicht mehr aussortieren.
Wenn ich mal falsch eingesortiert habe, dann schmeiße ich das in den Hühnerstall und dann kann ich am Ende den Hafer rausholen. Ist es, geht das schon los mit dem Blödsinn erzählen? So ist das. Weiter. Gespannt, ob sich der Werwolf hier irgendwann mal blicken lässt. Ne? Aber der kommt ja nur nachts und bei Vollmond. Das wäre noch so ein Gadget, ne? Ah. So. Tück. Kackt sich aus. Aber ich glaube, das reicht für euch für heute. Ne? Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Ihr wollt ja nicht übertreiben. Ihr müsst ja jetzt nicht jedes Halm sehen. Jeden Halm sehen. Ich mache das hier fertig mit das Feld. Dann fange ich auch an mit dem Stroh sammeln und dann hole ich euch morgen wieder dabei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn es jetzt ein bisschen Hin- und Herfahrsimulator ist. Das wird vielleicht auch in der nächsten Folge noch nicht so viel anders sein und ja, was dann kommt, weiß ich noch gar nicht. Ich habe wirklich ehrlich gesagt keine Idee, was ich morgen übermorgen mache. Wenn die Ernte fertig ist, muss ich mal gucken. Ich werde vielleicht ein bisschen Preise gucken und dann müssen die Felder ja auch wieder neu bestellt werden. Dann muss ich gucken, was mache ich drauf. Verkaufe ich was von der Ernte? Was will ich denn anschaffen? Solche Sachen werden wohl auf dem Programm stehen. Und dann geht es ja auch schon bald in den nächsten Herbst. Ja, schauen wir mal. Also, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir gerne ein Like und oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Bye, bye und tschüssi.